Und damit einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Journal BW. Heute unter anderem mit folgenden Themen. Auf Wohnungsjagd, zu wenig bezahlbare Unterkünfte für Studenten in Stuttgart. Parteizentrale auf dem Land. Die Partei Menschliche Welt hat für ihren Sitz Wolfegg im Landkreis Ravensburg gewählt. Es ist ein vielversprechendes Forschungsprojekt, das multiple Sklerose-Patienten Hoffnung auf eine besonders wirkungsvolle Therapie macht. Ein spezieller Applikator soll es künftig ermöglichen, einen Wirkstoff über die Nase der Patienten direkt ins Gehirn zu transportieren. Die Innovation stammt von einer Firma in Sigmaringendorf. Normalerweise werden in der Sigmaringendorfer Firma Beiter im Kreis Sigmaringen Spritzgusswerkzeuge für die Automobilindustrie gefertigt. Doch derzeit arbeitet Konstrukteur Rolf Pfeffler an etwas ganz anderem. Er entwickelt einen Applikator, mit dem ein spezieller Wirkstoff bei Multiple Sklerose-Patienten über die Nase direkt ins Gehirn transportiert werden kann. Eigentlich sorgt der menschliche Körper mit speziellen Schutzmechanismen dafür, dass das zentrale Nervensystem schwer zu erreichen ist. Für die Behandlung von MS könnte die Erfindung des Applikators daher bahnbrechend sein, denn er würde zum Beispiel die schmerzhafte Rückenmarkspunktion überflüssig machen. Er hat aber noch mehr Vorteile. Der Nutzen ist, dass sie wirklich keine extremen Schmerzen haben bei der Applikation, dass sie eine Depotwirkung haben von dem Wirkstoff. Es ist geplant, dass wir ca. 2 bis 3 Wochen Depotwirkung haben, sprich das Medikament wird über 2 bis 3 Wochen abgegeben. Somit ist die Applikation nur alle 2 bis 3 Wochen und nicht wie bei Injektionen oder Tabletten oder sonstigem täglich oder zweimal täglich. An Rolf Pfefflers Arbeitsplatz ist ein 3D-Drucker im Dauereinsatz. In regelmäßigen Abständen fertigt er diverse Prototypen. Das Forschungsprojekt, an dem 12 Beteiligte mitwirken, wird mit insgesamt 6,5 Millionen Euro von der EU gefördert. Es ist auf 4 Jahre angelegt und soll Ende 2020 abgeschlossen sein. Bei dem Forschungsprojekt kooperieren wir mit diversen europäischen Instituten und Hochschulen. Speziell in unserer Arbeitsgruppe kooperiere ich ganz eng mit der Hochschule Biberach. Die führen praktisch im Labor die Versuche mit dem Applikator durch und ich stimme meine Entwicklungen auch aufgrund von denen ihren Erkenntnissen ab. Rolf Pfeffler konzentriert sich in Sigmaringendorf vor allem auf die Entwicklung des Applikators. Er ähnelt einem handelsüblichen Endoskop. Und weitere Meldungen nun im Überblick. Prozess beginnt. Der Prozess gegen Meşale Tolu wird am 11. und 12. Oktober im Istanbuler Vorort Silivri stattfinden. Das teilte der Solidaritätskreis unter Berufung auf Tolus Anwälte jetzt mit. Zudem wurde bekannt, nur 5 Journalisten aus dem Ausland dürfen dann mit in den Gerichtssaal. Die Neu-Ulmer Journalistin wurde vor 4 Monaten in der Türkei inhaftiert. Auch ihr Mann Suat Korlu befindet sich in Haft. Der Vorwurf: Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Tolus 2 Jahre alter Sohn hält sich bei seiner Mutter im Frauengefängnis auf. Am vergangenen Wochenende durfte er zum ersten Mal seinen Vater besuchen. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch bei Stetten am Kalten Markt im Kreis Sigmaringen ereignet. Ein Lastwagenfahrer kam auf gerader Straße aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter, überquerte einen kleinen Weg und fuhr eine weitere Böschung hinab. Der 60-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Seine 53-jährige Beifahrerin leicht. Die Einsatzkräfte mussten beide Verletzten befreien. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auf eine solche Art der Abkühlung hätte der 77 Jahre alte Fahrer dieses Wagens wohl gut verzichten können. Er landete gestern direkt in der Kühltheke einer Tankstelle in Wendlingen. Wie die Überwachungskamera zeigt, scheint sich der Mann zuerst nicht ganz schlüssig zu sein, wohin es gehen soll. Laut Polizei verwechselte er vermutlich Gas- und Bremspedal. Glücklicherweise wurde der Unfallfahrer nur leicht verletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf knapp 50.000 Euro geschätzt.
Damit herzlich willkommen zurück im Journal BW. Ja, das Problem ist nicht neu und trotzdem wird es immer größer. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Stuttgart. Darunter leiden natürlich auch die Studenten. In wenigen Tagen beginnt für sie das Wintersemester. Spätestens dann sollte das Thema Studentenbude geklärt sein, um sich aufs Wesentliche konzentrieren zu können. Wir haben einen Studenten besucht, der diesen Leidensweg zum Glück schon hinter sich hat. Ein normales Wohnhaus mitten in Stuttgart. Wir besuchen die Studentenbude von Tobias Müller. Seinen Nachnamen haben wir auf seinen Wunsch geändert. Mit den 30 Quadratmetern ist er hoch zufrieden. Es ist das Ergebnis von einem Jahr Wohnungssuche. Im Internet hatte er immer wieder gesucht nach relativ günstigen Wohnungen. Bis 450 kalt habe ich gesucht. Da kamen halt immer nur so um die 20 Wohnungen. Und dann habe ich immer mal wieder so ein paar angeschrieben, die relativ zentral, sage ich mal, liegen. Ich meine, kam halt relativ wenig auch immer zurück. Nun zahlt er 480 Euro warm. Im Durchschnitt blechen die Studenten 340 Euro in Stuttgart, also deutlich weniger. Doch Tobias ist einfach nur froh, dass die lange Suche ein Ende hat. Ein Einzelfall? Wir fragen nach beim Studierendenwerk Stuttgart. Ein Jahr Suche ist nicht normal und es ist ein bedauerlicher Einzelfall, aber ich weiß natürlich, viele suchen. Wir versuchen, möglichst darauf einzugehen, aber es gibt eben auch Standorte, die nicht innenstadtnah sind und die man dann vielleicht auch mal als zweite Wahl mit angeben muss. Um kurzfristig mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, setzt das Studierendenwerk nun auf eine Kooperation mit dem Grundbesitzerverein Haus und Grund. Wir bitten zum einen unsere Mitglieder, ja, vielleicht brachliegende oder zurzeit nicht genutzte Wohnräume wieder zu reaktivieren. Und die Studenten, ja, kommen möglicherweise in eine Wohngemeinschaft oder aber sie kommen und sagen, naja, ich helfe dir vielleicht beim Rasenmähen mit. Es sollen also Privatzimmer an Studenten vermittelt werden. Eine Aktion, die vielleicht hilft, aber bei dem riesigen Bedarf wohl nicht ausreicht. Deswegen fordert Tobias: Man müsste halt irgendwie versuchen, günstigere Wohnungen für Studenten halt wirklich auszubauen. Es ist blöd, wenn man mehrere Wohnungen, die halt größer sind, zu bauen, aber Studenten halt zu vernachlässigen. Tatsächlich hat genau das Studierendenwerk vor. Ich bin sehr dankbar, dass das Land Baden-Württemberg uns im Bereich des Campus Vaihing Grundstücke zur Verfügung gestellt hat, die wir bebauen werden. Aber auch im Bereich Ludwigsburg werden wir dort im Innenstadtbereich ein Landesgrundstück bebauen. Wir werden insgesamt in den nächsten 5 Jahren mit etwa 1100 neuen Wohnungen die Wohnraumnachfrage versuchen abzufedern. Dringend benötigte Projekte, denn allein die Wartelisten auf die 7300 Wohnplätze des Studierendenwerks Stuttgart sind lang. Diese regelrechte Jagd auf eine Wohnung hat Tobias nun zum Glück hinter sich. Ja, ein Problem, das uns sicherlich noch lange begleiten wird, auch wenn demnächst mehr Wohnraum geschaffen wird. Wir kommen zu weiteren Nachrichten und beginnen mit einem Unfall, den man sonst nur in Pannenshows im Fernsehen sieht. Ein neues Verkehrskonzept muss her. Darüber sind sich Unternehmen, Wirtschaftsrat und Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium Norbert Bartle einig. Gemeinsam haben sie gestern in Stuttgart-Vaihingen über eine Lösung diskutiert. Seit Jahren ist die Verkehrssituation in dem Gewerbegebiet angespannt. Geplant ist jetzt der Ausbau der Anbindung an die A8 und A81. Im vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan eingestuft, teilweise sogar mit Engpassbeseitigung, also eine höhere Priorisierung ist unsererseits gar nicht mehr möglich. Um bauen zu dürfen, müsse nach Angaben von Norbert Bartle nur noch Verkehrsminister Winfried Herrmann dem neuen Konzept zustimmen. 3, 2, 1, go! Pünktlich zum Ende der Freibadsaison ist der Startschuss für die Sindelfinger Stadtwerke Team Challenge gefallen. In unterschiedlichen Disziplinen zeigen 30 Mannschaften, was sie können. Los ging's gestern mit einem Staffellauf. Der führte die Teams kreuz und quer durch die Sindelfinger Freibadanlage. Noch bis Sonntag messen sich die Teams beim Tauziehen, Fußballdart oder Kistenstapeln. Bis dahin ist aber Kräfteeinteilen angesagt. Es gehört zu den größten Gefahren in den eigenen 4 Wänden. Die Rede ist vom Feuer. Immer wieder kommt es in Wohnhäusern zu Bränden, bei denen auch immer wieder Menschen zu Schaden kommen. So auch geschehen heute Nacht in Schwäbisch Gmünd. Meterhohe Flammen drängen aus dem Dachstuhl in den Nachthimmel über dem Schwäbisch-Gmünder Teilort Weiler in den Bergen. Schon nach kurzer Zeit steht das komplette Einfamilienhaus in Flammen. Bewohnt wird es von einer 51-jährigen Frau, die nach Eintreffen der Feuerwehr vermisst wird. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war der Dachstuhl im Vollbrand. Das Objekt befindet sich
nahe dem ortsgelegenen Feuerwehrhaus. Wir konnten hier Personen antreffen, die gemeldet haben, dass noch weitere Personen im Gebäude vermisst sind, besonders eine Frau. Wir konnten die Frau dann retten und im Rettungsdienst übergeben. Die Frau ist derzeit im Krankenhaus. Diese hat eine Rauchgasvergiftung und muss unter ärztlicher Beobachtung bleiben. Auch ein Feuerwehrmann hat sich bei der Rettung der Frau eine Rauchgasvergiftung zugezogen und muss ebenfalls ins Krankenhaus. Die restlichen rund 60 Rettungskräfte kümmern sich weiter um das brennende Haus. Jetzt läuft hier im Prinzip noch weitere Löschmaßnahmen. Wir werden den Dachstuhl oben soweit räumen, um Blutreste auszuräumen, und dann ist die Arbeit der Feuerwehr hier beendet. Der Sachschaden liegt bei rund 80.000 Euro. Die genaue Ursache, warum der Brand ausbrach, ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen übernommen. Wir kommen nun zu weiteren Kurznachrichten für Sie aus Ostwürttemberg. Verbindung für die Zukunft. Zurzeit ist eine rumänische Delegation aus Satu Mare im Landratsamt des Ostalbkreises zu Gast. Hintergrund ist der Partnerschaftsvertrag, der 2018 in Kraft treten soll. Von der Partnerschaft sollen beide Seiten profitieren. So bietet der Ostalbkreis Lehrgänge und Kurse an, um die Entwicklung in Satu Mare voranzutreiben. Der Ostalbkreis hofft auf Verstärkung von rund 250 rumänischen Fach- und Pflegekräften. Des Weiteren ist ein gegenseitiger Austausch im Rahmen des europäischen Transferakademie-Programms geplant. Baustelle beim Salzstadel, eines der markantesten Gebäude in der Biberacher Altstadt. Der Salzstadel wird umgebaut. Vorab wurde das Gebäude umfassend denkmaltechnisch untersucht. Bis Herbst 2018 entstehen darin 8 neue Wohnungen sowie große Geschäftsräume in den unteren beiden Etagen. Dort wird die Orsiandersche Buchhandlung einziehen, die bisher eine Filiale in der Bürgerturmstraße betreibt. Rund 400.000 Euro will das Unternehmen in die Einrichtung seiner neuen 500 Quadratmeter großen Filiale investieren. Bildungsinvestitionen. Für 1,8 Millionen Euro wird aktuell die Hirschegg-Schule im Heidenheimer Teilort Schneidheim zur Ganztagsschule ausgebaut. Grund für den Umbau sind notwendige Veränderungen im Zuge der Schulreformen. Der Plan sieht neben der Erweiterung der Mensa auch den Anbau neuer Klassenräume vor. Der Baubeginn soll ab 2018 erfolgen. Die Stadt Heidenheim hat in diesem Jahr bereits 6 Millionen Euro in den Bildungssektor investiert. Ja, liebe Zuschauer, es gibt wohl keine Bundesparteizentrale, die so schön im Grünen liegt wie die der Partei Menschliche Welt. Der ist nämlich in der Gemeinde Wolfegg im Landkreis Ravensburg. Gegründet wurde die Partei 2013 in Aschram, einem klosterähnlichen Meditationszentrum in Altern. Jetzt tritt die Partei bei der Bundestagswahl am 24. September an. Die Vereinigung ist als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 Bundeswahlgesetz anerkannt. Dass sie insbesondere durch 6 Landesverbände, 460 Mitglieder, ihrer Teilnahme an 2 Landtagswahlen und ihrem sonstigen Hervortreten in der Öffentlichkeit die Kriterien der Parteieigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz erfüllt. Dankeschön. Das war im Juli dieses Jahres. Hauptsitz der Partei Menschliche Welt ist ein Ashram, also ein Meditationszentrum in Wolfegg-Altern im Landkreis Ravensburg. Hier ist die Zentrale der Partei, die Yogamönch Dada Matuvedyananda 2013 gegründet hat. Heute hat sie mittlerweile mehr als 520 Mitglieder und will in den Bundestag. Im vergangenen Jahr trat die Partei bereits bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Berlin an. Auch wenn die Partei keine wirkliche Chance hat, einen Sitz im Parlament zu holen, hat sie ein ernsthaftes Wahlprogramm. Ganz konkret stehen wir zum Beispiel für eine konsequente Friedenspolitik. Das heißt, eine Politik der Verhandlung und der Verständigung anstatt der Kriegsbeteiligung und des Wettrüstens. Wir sind einfach für die Einhaltung der UNO-Charta. Wir setzen uns für den Stopp von Exporten von Kriegsmaterialien ein, zum Beispiel. Dann geht es uns darum, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern. Ein ganz konkretes Beispiel ist, dass wir für die Abschaffung von Massentierhaltung sind. Aus ökologischen Gründen und auch aus tierrechtlichen Gründen. Dada Matuvedyananda sagt, dass gerade Politiker selbstlos den Menschen dienen müssen, um die Konflikte ernsthaft zu lösen. Durch Meditation und Yoga könne man diese Ziele erreichen. Meditation führt zum Beispiel zu mehr Mitgefühl und zu ethischem Verhalten. Durch Meditation entwickeln wir die Fähigkeit, aus unserer Güte und aus unserer Bewusstheit heraus zu denken und zu handeln.
Und das führt zu Wahrhaftigkeit, zu Vernunft, zu Integrität und zu Selbstkontrolle. Und wir meinen, dass diese Qualitäten notwendig sind, um aus dieser Krise herauszukommen. Dada, wie ihn alle nur nennen, ist zurzeit auf Wahlkampftour in ganz Deutschland unterwegs. Er erzählt, dass seine Partei mittlerweile bundesweit bekannt ist. Und das nicht nur aus dem Wahlkampf. Große, überregionale Medien klopfen bei ihm an und wollen Interviews mit ihm führen. Und genau das möchte die menschliche Welt, dass die Menschen von ihren Ideen wissen. Den Ideen aus dem Ashram in Altan. Der NABU Baden-Württemberg will eine Belohnung in Höhe von bis zu 2.500 Euro für Hinweise aussetzen, die den Tod eines Wolfes im Schwarzwald aufklären. Am 8. Juli war dieser Tod aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hatte ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Der NABU gab heute in Stuttgart an, dass die Aktion ein Zeichen setzen solle. Hier geht es um Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz. Wasserleiche geborgen. Die Wasserwacht hat am Donnerstagvormittag eine Wasserleiche aus dem Bodensee geborgen. Das bestätigt Polizeisprecher Christian Eckel auf Anfrage der Lindauer Zeitung. Die Person ist noch nicht identifiziert. Eine Fußgängerin hatte die Leiche kurz nach 10 Uhr am Donnerstagmorgen entdeckt. Laut Eckel lag sie in einem nicht zugänglichen Uferbereich. Die Frau verständigte die Polizei. Die Wasserwacht holte die Leiche schließlich aus dem Wasser. Die Lindauer Kriminalpolizei hat mittlerweile die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Laut Eckel gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Allerdings habe die Leiche noch nicht lange im Wasser gelegen. Die Kriminalpolizei versucht nun, die Person zu identifizieren und mit vermissten Fällen abzugleichen. Bedarf an Betreuung steigt. Die Zahl der Menschen, die im Landkreis Tuttlingen unter rechtlicher Betreuung stehen, steigt stetig an. 2004 waren es noch rund 970 Personen, heute sind es über 1000. Betreuung ist dann nötig, wenn die Betroffenen wegen ihres Alters oder einer Erkrankung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Dann übernimmt ein Betreuer das. Allerdings gibt es immer weniger Menschen, die ein solches Betreuer-Ehrenamt übernehmen. Schlossfassade in Aulendorf wird saniert. Ein bisschen Kit für die alten Holzfenster, stabilisierende Eisenstäbe für die Sandsteinsimse und neue Farbe für die Außenwand. An der Westfassade des Aulendorfer Schlosses laufen derzeit Sanierungsarbeiten. Der Schlossteil wurde um 1700 errichtet und um 1900 nochmals umgebaut. Zuletzt grundsaniert wurde in den 1990er Jahren. Nun sind die Handwerker noch bis voraussichtlich Mitte Oktober dort zugange. Dann verschwindet das Gerüst wieder. Rund 80.000 Euro veranschlagt die Stadt für die Unterhaltsarbeiten. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer beim Journal BW, geht es bei uns weiter mit dem Sport. In der vergangenen Saison haben die Frauen der SG BWM Bietigheim Vereinsgeschichte geschrieben. Mit der deutschen Meisterschaft durfte der erste Titel aufs Briefpapier gedruckt werden. Darunter hat es allerdings noch ziemlich viel Platz, was sich am besten schon nach dieser Saison ändern soll. Der Anfang jedenfalls wurde schon mal gemacht. Nur einen Tag nach dem Supercup-Sieg präsentierten sich die SG Ladies stolz beim traditionellen Umzug des Bietigheimer Pferdemarkts. Nach der Meisterschaft also der zweite Titel in der Bietigheimer Vereinsgeschichte und natürlich Motivation pur für den Saisonstart. Ja, enorm. Also wir wollten sehr gern diesen Revanche gegen unsere Gegner da von oben Buxtehude haben und das haben wir geschafft. Und ich fand eigentlich auch, auf jeden Fall zweite Halbzeiten haben wir ordentlich gespielt. Am Samstag um 20 Uhr startet die Mission Titelverteidigung in der neuen Heimhalle der MHP Arena in Ludwigsburg gegen Bayer 04 Leverkusen. Direkt ein guter Gradmesser für die Albertsen-Mädels, denn auch Leverkusen ist gespickt mit Nationalspielerinnen. Ja, ich weiß, wir haben natürlich vielleicht auch einen nervösen Anfang da in der MHP Arena. Das ist unser erstes Spiel überhaupt in Bundesliga-MHP, aber ich will eine sehr viel aggressive Abwehr sehen, wie immer. Ich will Spielerinnen werden immer kämpfen sehen und ja, da muss ich auch sagen, das ist gegen Leverkusen, das ist wahrscheinlich Top 6 diese Saison und Leverkusen können eigentlich gegen alle Mannschaften gewinnen, so das wird ein super Start für uns und auch für Zuschauer in Ludwigsburg. Zwei intensive Trainingslager, zwei Turniersiege und unzählige Testspiele haben das Team weiter zusammengeschweißt. Nur wenige Neuzugänge gilt es zu integrieren. Eine Warnung an die Konkurrenz, denn die Automatismen in Abwehr und Angriff funktionieren bei den Bietigheimerinnen schon richtig gut.
Auch die frisch gebackene Mama und polnische Nationalspielerin Karolina Kudlacz-Glocz ist seit einer Woche wieder im Training und verstärkt den Kader, der vor allem im Oktober fast ausschließlich englische Wochen zu absolvieren hat. Und noch gibt es auch Kleinigkeiten zu verbessern. Immer. Also wir haben immer Entwicklungspotenzial und das ist auch gut so. Der amtierende Meister und frisch gebackene Supercup-Sieger live in Ludwigsburg. Los geht's am Samstag, dann wieder mit Handball um 20 Uhr in der MHP-Arena. Karten gibt's noch an der Abendkasse. Tja, wechselhaft ist es halt diese Tage, das Wetter. Aber zum Wochenende ist ein Lichtblick in Sicht. Unser Meteorologe im Studio ist heute Bernd Mattlener. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Gerade über dem Nordatlantik ist einiges los. Da wird ein Tief nach dem anderen geboren, das zieht rüber nach Skandinavien. Auf der Vorderseite immer wieder Warmluft, die zu uns nach Süddeutschland kommt. Und auf der Rückseite der Tiefdruckgebiete kalte und feuchte Luft. Es geht also immer schön auf und ab und an diesem Freitag mal wieder bergauf mit altweibersommerlichem Wetter. Viel Sonnenschein gibt es nur im äußersten Norden, ein paar dichtere Wolken. Die Temperaturen am Nachmittag sehr angenehm, zwischen 18 und 22, örtlich 23 Grad. Und der Wind, der frischt im Laufe des Tages böig auf. Er kommt aus südwestlicher Richtung. Dann dreht der Wind auf West bis Nordwest, schiebt uns eine Kaltfront rein. Am Samstag, es fällt häufig Regen, dann wird es wechselhaft mit einzelnen Schauern und es ist mäßig warm. Ja, soweit das Neueste des Tages im Journal BW. Liebe Zuschauer, es würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin Ihnen einen schönen Donnerstagabend. Tschüss.